So, meine lieben Zuschauer, da sind wir auch wieder am heutigen sonnigen Nachmittag, 7. Mai, 16:30 Uhr. Wir schauen auf den US-Markt, der sich zunächst relativ stark zeigte, nach dem schwachen Anfangsbeginn sozusagen. Jetzt kommen wir hier aktuell wieder ein Stück weit runter von den Tageshochs und das wollen wir uns jetzt mal hier im Detail näher betrachten, insofern, dass wir mal überziehen hier. Insofern, dass wir uns mal hier den Stundenchart zum breit gefassten S&P 500 Index anschauen. Und da wollen wir mal eine kleine Lagebestimmung machen. Was hat denn der Index noch vor sich? Rein technisch gesehen, wie gesagt, war auch gestern schon ein Punkt, dass hier diese Abwärtstrendlinie im gestrigen Video benannt wurde. Hier sozusagen eine Art Zugheilung unterhalb des Niveaus von 2085 Punkten waren. Auch hier Rücksetzer bis 2070, 72 zu erwarten. Genau dieses Level haben wir sogar heute unterschritten. Jetzt gehe ich noch ein Stück weiter. Hier die Zone von 2067. Sehen Sie hier als markanten Bereich. Das war ein Level, wo durchaus wieder Nachfrage hätte, hat in den Markt kommen können. Genau das ist passiert. Jetzt schauen wir uns aber mal hier die aktuellen Stundenkerzen in der 24-Stunden-Indikation an. Und was zeigen die? Die zeigen hier, dass die Käufer zwar den Versuch gestartet haben, nach oben auszubrechen, aber letztlich sind sie hier gescheitert, noch vor den Indikationshoch. Der Indikationshoch des Morgens. Wir haben dann auch hier drüben noch, wenn wir hier diese Kerze noch dazu nehmen, hier einen kleinen kurzfristigen zwischengeschalteten Widerstandsbereich vorliegen, der sich hier befindet. Müssen wir auch direkt mal die Zonen jetzt in Red Zones verwandeln, sozusagen alles horizontal Widerstandsbereiche, die sich hier aneinander anknüpfen. Und letztlich ist die Situation die, dass hier sich kurzfristig, intraday, definitiv im Bereich um 2081, 50, 2081, 60 aufgebaut hat, sollte der Index hier nochmal ein neues Tageshoch machen können, dann will ich nicht bestreiten, dass der, alle guten Dinge sind dann drei praktisch, oder in dem Fall wäre es sogar dann der vierte, wenn wir hier nach oben rausgehen, dass der S&P 500 hier eine schöne Tagesperformance an den Tag legt. Das Ganze wird aktuell unterstützt. Wir schauen mal wieder auf die FTSE-Logik. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht im Video. Das deckt sich auch hier mit der heutigen FTSE-Logik, die hier vorauswirft, dass der S&P 500 grundsätzlichen Erholungsmodus vor sich haben sollte. Das würde ich allerdings erst präferieren, das Level, wenn wir hier wirklich ein neues Tageshoch sehen. Und gehen wir zurück wieder auf den aktuellen Chart. Das wäre meines Erachtens entweder hier über dem Hoch der Kerze hier von 1500, 2083, 30 oder speziell hier eben die Kerze von der laufenden Handelsstunde 2081,50. Das wäre eben auch genau dieses Widerstandslevel. Und wenn wir darüber rausgehen, dann wäre es sicherlich an der Zeit zu sagen, okay, jetzt können wir hier tatsächlich positives Momentum entfalten und der Markt dreht hier ein Stück weit auf. Ansonsten bleiben hier die latenten Risiken auf der Unterseite ganz klar bestehen. Das muss man hier nach wie vor unterstreichen und wir können jetzt auch sogar einen noch steileren Abwärtstrend hier in den Chart holen. Schauen Sie das mal an. Das ist Charttechnik in Perfektion sozusagen. Wenn wir hier diese Hochs, diese einzelnen Hochpunkte verknüpfen, hier sogar das Hoch von 15 Uhr gestern, das Hoch von 15 Uhr vorgestern und hier das Hoch von 1500, dann sehen wir, dass das hier eine schöne Abwärtstrendlinie ergibt und genau die wäre es eben auch, die bis zu durchbrechen gilt, wenn die Bullen wieder zurückkommen wollen. Also wenn das Intraday-Reversal, was wir bis jetzt gesehen haben, eben von den Tiefs ausgehend, hier nach oben weiter aufgefaltet werden sollte, dann muss es einen Preis über 2081,50 Punkte geben. Das wäre ja auch hier ein kleiner Kreuzwiderstand, der dann eben weiter beflügeln könnte. Dann hätten wir zwar hier diesen nächsten Widerstandsbereich unmittelbar zuvor, davor 2085, aber es könnte sich eben hier einen oder ein positiver Stimulus ergeben, der hier zumindest korrektives Erholungspotenzial 2085, 2092 etwa hier in Aussicht stellen würde. Also wir machen das mal gestrichelt. Wenn es hier zu einem Ausbruch kommt, sieht das ganz gut aus. Wir schauen übrigens auch gleich nochmal auf den Wochenchart, da zeigt sich nämlich auch ein interessantes Bild. In Kürze werden wir auch nochmal den Zyklus vom S&P 500 näher beleuchten. Soll heute jetzt nicht das Thema sein, aber die Zyklussituation beim S&P 500 im Sinne des 7-Jahres-Zykluses ist durchaus von Interesse. Aber dazu später mehr. Letztlich sind wir hier immer noch im Abwärtsmodus, der sich wie gesagt erst oberhalb hier auflösen würde. Und wenn wir hier nochmal unter 2070 direkt absacken, also hier diese ja, mehrfach schon touchierte, unterschrittene Trendlinie nochmals unterschreiten sollten, dann muss man mit einer stärkeren Abwärtsbewegung rechnen.
dann dürfte sich das Ganze hier in einer gewissen Beschleunigung entfalten. Wir haben auch, wenn wir uns jetzt hier mal rausscrollen aus dem Chart, insbesondere hier unterhalb eben von 2070 Punkten und insbesondere eben unterhalb neuer Verlaufstiefs anhand der Indikation hier, wäre erst wieder, und da müssen wir uns wirklich ein Stück weit rausscrollen, hier im Bereich 2000 45, 2047 Punkten hier eine Unterstützung zu sehen. Erst hier sehen Sie, hat sich im Markt vor den letzten oder in den letzten Wochen hier, also vor einer längeren Handelszeit, eine Stauzone gebildet, eine Price Action Zone, die dann sicherlich hier das nächste Verlaufsziel bei neuen Tiefs sein dürfte. Der S&P 500 ist also hier noch längst nicht befreit. Intraday Reversal könnte, wie gesagt, korrektives Erholungspotenzial eröffnen. Das unterstreicht auch die FTSE-Logik. Aber wenn es hier nicht zu neuen Hochs kommt, dann ist die Gefahr gegeben, dass wir unter 2070 weiter absacken. Ansonsten oszillieren wir hier seitwärts und es passiert am Ende gar nichts. Das wäre unschön, aber vielleicht kommt ja doch noch ein gewisses Momentum auf. Schauen wir kurz mal auf den Tageschart noch. Da sehen wir hier, okay, unterhalb von 2085 bleibt die Situation bärisch. Auch hier müssen wir die Zone rot machen. Das ist nämlich jetzt hier der Widerstandsbereich. Zu einem neuen Erholungsimpuls hat es nicht gereicht. Und Sie sehen hier diesen blauen Pfeil, der ist tendenziell eben auch weiter zu präferieren. Unterhalb von 2085, 2092, also man kann das auch ein Stück weit hochsetzen, bleibt meines Erachtens die Lage bärisch. Das Level von 2068, also rund knapp unter 2070, haben wir ja schon getestet. Aber das wäre hier immer noch mein zu präferierendes Szenario für den S&P 500. Also sprich weiter schwächere Kurse. Da müsste hier schon eine Überraschung kommen über 2081,50 Intraday, dann hier über 2085 auf Tagesbasis, dass wir hier richtig eine schön nach oben ziehen, um hier wirklich nochmal ein Reversal herbeizuführen. Klar, die letzten Tage waren schwach. Es ist vielleicht an der Zeit, eine Gegenbewegung einzuleiten, aber der S&P 500 scheint mir hier noch nicht wirklich bereit dafür. Schauen wir jetzt mal auf das große Bild, Wochenchart. Schauen wir hier mal im logarithmischen Chart. Vom März 2009 ausgehend haben wir hier eine große Aufwärtstrendlinie, die zuletzt im Oktober, Schrägstrich, was sage ich, also hier im Oktober mit der Hammerkerze und zuletzt aber hier im Februar touchiert wurde. Genau an dieser Stelle stehen wir hier. Das ist durchaus eine langfristige Aufwärtstrendlinie. Die große negative Divergenz ist hier schon zu sehen. Und wir sehen hier, dass der Preis sich in einem großen Korridor auf hohem Niveau seitwärts bewegt, was grundsätzlich eigentlich ein bullisches Momentum unterstreicht. Aber es fehlt oder fehlt eben aufgrund des neuen Allzeithochs hier dann definitiv der Anschluss der Käufer. Und jetzt sehen wir hier die aktuelle Wochenkerze in rot, schwarzer Gestalt, negativer Gestalt. Und ja, das Bild könnte hier weiter kippen, wenn wir hier nicht das Level von 2040 Punkten verteidigen, insbesondere hier, das ist das letzte Local Low, 2039,81 Punkte war das. Wenn wir dieses Level unterschreiten sollten, dann muss man definitiv von einer größeren Abwärtsbewegung ausgehen. Aber Intraday-Fuzzy-Logik sieht eigentlich ganz positiv aus, korrektives Erholungspotenzial gegeben. Wir sind hier aktuell an dieser langfristigen Aufwärtstrendlinie angekommen, haben hier auch den EMA 20 auf Wochenbasis unmittelbar, ja, auf aktuellem Unterstützungsniveau liegen. Und wenn heute nicht mehr viel passiert, liebe Zuschauer, dann muss man morgen auf die Non-Farm-Payrolls abwarten und dann eben auch die Wochenkerze betrachten. Das werden wir natürlich morgen Nachmittag tun, ob der S&P 500 hier sauber nach unten durchsegelt oder ob es hier ein Reversal gibt. Die Chancen rein saisonal stehen ja günstig, dass der Index weiter ansteigt, weiter eine anziehende Performance vollzieht. Andererseits, Sell May and Go Away kennt auch jeder. Ich denke, das wird sich hier entscheiden anhand der morgigen Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls 14:30. Da dürfte es hier einen Impuls geben, der den S&P 500 entweder hier an der Unterstützung nach oben rauslaufen lässt und dann hier doch keine Niveaus von 2040 und tiefer generiert. Oder eben, wenn das passiert, dann haben wir hier sicherlich noch mehrere Tage, Wochen einer Korrekturbewegung vor uns. Warten wir ab, was passiert, liebe Zuschauer. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Nutzen Sie noch den restlichen Handelstag für den einen oder anderen Punkt. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Beste Grüße, ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer.